So, hallo und willkommen zur Super Funtime. Heute mit Skullgirls, einem kleinen Beat'em'up, das es seit wenigen Tagen im PSN Store runterzuladen gibt. 15 Dollar kostet das gute Stück, gibt's leider noch nicht im deutschen Store, obwohl es schon eine deutsche Lokalisierung gibt, natürlich, wie bei den meisten Spielen das der Fall ist. Und ich würde ja gerne behaupten, dass die deutsche Lokalisierung gut ist, aber naja, also gerade bei so Beat'em'up-Terminologien wird da so ein bisschen gefuscht. Mix-ups sind Vermischungsangriffe, Blockstern ist Blockshock oder sowas ähnliches, also Sachen, die ich noch nie zuvor gehört habe. Nichtsdestotrotz, wundervolles Spiel. Ich habe es erst vor wenigen Stunden runtergeladen, auch nur wenige Minuten, sage ich mal, gespielt, aber ich muss sagen, schon jetzt gefällt mir das Spiel extrem gut. Entwickelt wurde das übrigens vom Tournament-Spieler Mike Zaymon, also sag ich mal, ein Indie-Projekt, das ich glaube von Konami aufgenommen wurde. Ich werde mich näher dazu informieren und lese einfach die Informationen zu dem Spiel in der Beschreibung. Ich werde es sicher irgendwie nett zusammenfassen. Wundervolle Grafiken sehe ich gerade, auch von einer bekannten Internetpersönlichkeit gemalt von Alex Ahead. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, sei es mir verziehen. Und man merkt so ein bisschen, dass ich bisschen gehypt bin, denn dieses Spiel ist schön. Ich selbst bin ja ein, sag ich mal, ambitionierter Beat'em'up-Spieler. Ich lade das zwar wenig Videos hoch, weil ich wüsste nicht, was ich da sagen soll. Ich bin meistens hochkonzentriert und das wird eins der ersten sein. Einfach nur, weil mir dieses Spiel so gut gefällt und sicher die deutsche Community gar nicht so Bescheid weiß, was für gute Sachen man so im Internet findet. Und ja, das Spiel, wundervoller Jazz-Tune, würde ich sagen, also auch ziemlich guter Soundtrack für ein Indie-Projekt, sag ich mal, also jetzt nichts, was mich todes hypt, aber dennoch sehr, sehr angenehm. Und ja, was gibt es, also Modi gibt es jetzt zwar nicht so extrem viel, man hat hier die Standardsachen mit Story, wo finde ich das jetzt, ich komme mit diesem Menü immer noch nicht so richtig zurecht. Ah, genau, Einzelspieler, dort kann man Story-Modus, Arcade-Modus, bla bla bla, bla bla bla, also bekannte Sachen, Versus, Online und Offline, Training-Mode, interessante Sache, kann ich gleich nochmal zeigen, Hilfe und Optionen kennen wir, vollständigen Spiel runterladen, haben wir schon, Bestenliste, Extras, gibt's jetzt noch nicht so viel. Und das erste, was ich gerne zeigen würde, wäre der Trainingsmodus. Und zwar gibt es hier Tutorials, die nicht nur auf das Spiel bezogen sind, sondern auf die allgemeine, sag ich mal, Beat'em'up-Szene sich beziehen. Und ich habe hier schon ein paar gemacht, das ist ganz interessant. Ich kann ja mal kurz zeigen und vielleicht mal präsentieren, wie unglaublich schlecht die deutsche Übersetzung ist. Hier, Zusammenfassung, gegen Vermischung verteidigen. Also Leute, die Beat'em'ups vorher gespielt haben, kennen vielleicht das Wort Mix-Ups. Also, dass man raten muss, von welcher Seite der Angriff kommt oder von oben, oben blocken, unten blocken. Das sind Mix-Ups und hier werden es Vermischungen genannt und ähnliche Wortspielereien gibt es irgendwie mit ganz vielen anderen Sachen. Aber nichtsdestotrotz, super interessant für Anfänger, die einfach noch nicht so mit Beat'em'ups in Berührung gekommen sind. Ah, genau, hier wird einem beigebracht, wie man sich richtig verteidigt. Auch gut, dass die Computergegner immer variieren. Das heißt, man kann es nicht auswendig lernen, was die machen, sondern man muss wirklich darauf reagieren. Also, wenn der Gegner zum Beispiel springt, muss man stehend blocken und wenn er unten angreift, dann tief blocken. Und das sind so die Taktiken, die auch dann später von anderen Spielern angewandt werden. Blocke von sehr schweren Vermischungen. Okay. Sollten wir schon hinkriegen. Wie gesagt, das sind diese Vermischungsangriffe bzw. Mix-Ups, wie sie denn wirklich... Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Haben wir es geschafft? Haben wir nicht geschafft. Ah, okay. Ja. Also, wenn man es einmal raus hat, ist das relativ einfach und, ja. Tutorials dieser Art, zuhauf. Lektion wählen, aufgeben. Gehen wir mal raus, denn, ich will das Spiel zeigen, nicht die Tutorials. Wobei es auch im Trainingsmodus interessante Neuerungen gibt. Ich glaube, das werde ich auch nochmal kurz zeigen. Ich meine, wir haben ja die Zeit. Genau. Nein, da habe ich leider was vergessen, egal. Man kann sich nämlich auch die Hitboxen der Charaktere anzeigen lassen und sozusagen diese Stun-Zeit. Ich weiß, ich benutze jetzt ganz viele, sag ich mal, Fachbegriffe, aber für die, die es interessiert, die werden wissen, wovon ich rede. So, nehmen wir jetzt einfach mal irgendwelche Charaktere, bla bla bla. Level zufällig. Wie gesagt, ich will es zeigen, da, denn sogar im Trainingsmodus gibt es interessante Neuerungen, die ich noch nie in anderen Spielen gesehen habe.
So sieht das Spiel übrigens aus, vielleicht soll ich das nochmal erwähnen. Wunderschöne Grafiken. Guckt euch die Schärfe dieser Grafiken an. Ich schneide mich beinahe. Ich meine, guckt es euch an. Sieht wunderschön aus. Also wirklich High-Res-Grafiken. Hintergründe sind ein bisschen, sag ich mal, gesketcht, aber die Charaktere selbst sind einfach wunderschön anzusehen. Die Animationen sind wundervoll flüssig, vor allem der sekundären Geschlechtsmerkmale, wie man hier so ein bisschen sehen kann. Aber auch so ist die Qualität einfach bombastisch. Also ich wüsste kein anderes Spiel, das schönere Grafiken hat. Jedenfalls von der 2D-Qualität her. Was wollte ich sagen? Genau. Ich habe leider vergessen, die Hitboxen anzuzeigen, aber stellt euch vor, dass man ganz viele Kästchen um die Charaktere sehen würde, wo man dann erkennt, wo man die Charaktere dann treffen kann. Interessant für Profis, für Casual Gamer ist das wahrscheinlich einfach nur unnütz. Ebenfalls interessant, wenn ich jetzt hier schlage, sieht man sozusagen eine kleine Anzeige unter den Gegner. Und zwar ist das die Hitstun-Meter. Ich weiß gar nicht, wie man es professionell beschreiben würde. Zu Deutsch wahrscheinlich Blockshock-Meter. Und der Kniff dahinter ist, man macht ja sozusagen Kombos. Man sieht ja hier rechts, links das Kombometer. Das heißt, wenn man Angriffe hintereinander macht, während der Gegner sich noch im Hitstun befindet, kombot das. Das heißt, der Gegner kann nichts dagegen machen und muss sozusagen die Angriffe über sich ergehen lassen. Und unten sieht man die Anzeige, wie lange sozusagen dieser Hitstun vorhält. Das heißt, wie lange habe ich Zeit, einen zweiten Move hinterher zu hauen, damit das schön eine Combo ergibt. Also hier kann man zum Beispiel so ein paar billige Kombos sehen. Ja, egal. Das wollte ich zeigen. Wunderschönes System. Ich wünschte, das hätten ein paar professionelle Beat'em-ups jetzt auch in ihrem Spiel. Aber um das Spiel, glaube ich, am professionellsten zu zeigen, beziehungsweise zu präsentieren, gehen wir auch mal in den Story-Mode, denn da habe ich auch noch gar nichts gemacht. Ich bin jetzt auch keinesfalls irgendeine Art Pro in diesem Spiel. Ich habe es wirklich 10, 15 Minuten gespielt und wo ist Einzelspieler? Ich komme mit diesem Menü nicht zurecht. Und kenne keine richtige Combo, keine High-Damage-Combo. Und deswegen könnt ihr mich sehen, wie ich hier fehle. So, Schwierigkeit. Was gibt es? Schlafwandeln, sehr schön. Leicht, normal, schwer, lächerlich. Lächerlich schwer wahrscheinlich. Ja, was nehmen wir? Nehmen wir schwer, denn wir sind hier bei Super Funtime, nicht Super Lame Time. Deswegen auf in den schweren Mode. Genau, bestätigen. Nehmen wir mal den Story-Modus. So, momentan gibt es auch nur 8 Charaktere. Das klingt zwar wenig, aber bei diesem Qualitätslevel und dadurch, dass es ein 15-Dollar Indie-Projekt ist, ist das eigentlich schon eine ganz gute Zahl. Und die Charaktere unterscheiden sich auch ziemlich stark. Also jedenfalls von dem, was ich in den ersten 15 Minuten so heranspielen konnte. Und es gibt keine Klone, das heißt, man kann sich ein ziemlich kreatives Team zusammenstellen. Was wollte ich sagen? Genau, 2 Charaktere werden als Early DLC angekündigt, beziehungsweise wurden angekündigt, aber ja egal, labern wir nicht. Was kann man machen? Wenn man Start drückt, wenn man den Charakter wählt, kann man sich die ganzen Farbpaletten angucken. Kann man sich nicht? Hallo? Normalerweise kann man da durchblättern, aber scheinbar im Story-Mode nicht. Schade! Normalerweise hätte man 10 Farben sozusagen zur Auswahl, wovon 4 noch nachträglich freischaltbar sind. Aber egal, schauen wir uns den wunderschönen Story-Mode an, der wundervoll illustriert ist. Siehst du, als ob diese neue Skalge mit dem Boss noch ein Hühnchen zu rupfen hat? Wo ihr überhaupt hingegangen? Egal, ich glaube, das können wir uns sparen. Ein bisschen, Semi-Plot, einfach nur um die Kämpfe zu rechtfertigen, haben wir also auch. Kann man das irgendwie weiterschalten? Ah, können wir. Minette. Oh. Sieht schon ziemlich nett. Hat sie da ein Blatt auf dem Kopf? Ein paar Gratis-Drinks, bla bla bla. Ja. Okay, wird scheinbar ein bisschen angebaggert. Minette heißt die gute Dame. Es tut mir leid, aber ich muss arbeiten. Bei uns gibt's keine Arbeit. Bei uns gibt's nur. Ah, Gilgil. Also wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Fisch. Hybrid. Irgendwas. Ah, und da ist unser Charakter. Wie gesagt, mit der habe ich noch ein ganz kleines bisschen Erfahrung, weil ich damit mal so die Tutorials durchgespielt habe. Ein Catgirl, Miss Fortune heißt sie. Ich habe im Internet gelesen, dass sie eine Diebin ist und ein paar nette Fähigkeiten sich angeeignet hat. Und bla bla bla. So, klicken wir mal weiter. Bams, da ist unser Kopf ab. Fängt ja gut an, aber zum Glück weiß ich, dass es unserem Charakter gut geht.
Denn wie Buggy der Clown kann sie gute, nämlich ihre Körperteile abtrennen derzeit und sich sozusagen mit Blutfontänen fortbewegen. Sehr interessantes Character Design. Wie gesagt, wundervolle Musik. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wundervolle Grafiken. So kawaii! Das war beeindruckend! Das würde ich ohne dich nur tun. Natürlich. So. Und weil er so schön war, geht's wahrscheinlich direkt in den ersten Kampf. Was ist das? Yuvan! Was bist du für ein Getier? Egal, ich will euch nicht mit Story-Elementen langweilen. Leider keine Sprachausgabe in dem Story-Mode, finde ich ein bisschen schade, aber wie gesagt, Indie-Projekt wird also alles verziehen. Okay, wir kämpfen gegen Painwheel, wie auch immer das jetzt mit der Story zusammenhängt. Und ich hoffe, ich werde nicht zu hart failen. Wie gesagt, ich kann keinesfalls irgendwas... Oh, okay. Da kriegen wir direkt schon auf den Sack. Okay, ich glaube, ich hätte einfach nicht hart rot nehmen sollen. So, eine kleine nette Kombo für den Anfang. So, vielleicht kann ich aber kurz präsentieren, wenn ich ein bisschen Ruhe hier bekomme, was die nette Dame hier kann. Die kann nämlich ihren Kopf abschmeißen, sozusagen. Ähnlich wie Karl Clover mit seiner Marionette sozusagen den Kopf einzeln kontrollieren. Das heißt, kann hier nette Mix-Ups machen von der Seite. Ah, fuck. Na komm schon. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, denn es ist tatsächlich ein bisschen härter, als ich gedacht hätte. Das Problem ist, dass der Kopf auch noch Schaden nehmen kann. Das heißt, wir sind keinesfalls geschützt. Aber da kriegen wir es hin. Wie gesagt, mit dem Hard Punch kann ich den Kopf kontrollieren, mit allen anderen Tasten kontrolliere ich den Körper. Das heißt, ich kann sozusagen von zwei Seiten gleichzeitig angreifen, von oben angreifen, von unten angreifen. Relativ clever, ist aber gar nicht so einfach zu kontrollieren. Man muss nämlich, so sage ich mal, auf beides achten. Und dadurch, dass der Kopf auch Schaden nimmt, muss man auch darauf aufpassen, dass man da nicht einfach ja, überrannt wird. Ah, okay, das war ein bisschen... Oh, funktioniert. So, das war ein Wurf. Okay, mit dem Charakter scheinbar nicht kombobar. Was? Oh. Oh. Was ist das für ein Charakter? Da komme ich doch gar nicht durch. Oh, von überall kommen Sachen angeflogen. Was ist das? So, machen wir mal den anderen Special Move. Ah, okay. Das ging leider neben. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich auch wieder ein bisschen von überall kommen. Ah. Okay, ich habe jetzt schon einen Hassgegner. Wie komme ich da bitte schon dran? Ich habe ja noch zum Glück einen Air-Dash. Fuck. Nein, nicht verlieren. Nein, auf keinen Fall viel nehmen. Nein. Nein, da... Wundervoller Charakter, ich freue mich. Raucht die mit dem Auge? Habe ich das gerade richtig gesehen? Egal, nochmal versuchen. Okay, richtig nerviger Charakter. Macht nichts außer irgendwelche Scheiße in die Luft jagen und rumspammen. Showtime, los geht's. Das heißt, einfach... Nein! Ich komme nicht ran. Na, komm schon. Ich hab grad null Plan, wie ich... Nein, fuck, das... Ah, okay, das hat noch funktioniert. Nein! Nicht treffen! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Ah, oh, so billige Kackscheiße. Aber das kann ich auch. Nein.
Nein, da... Okay, das ist schon... Wird langsam peinlich, beim zweiten Gegner so hart auf die Nüsse zu bekommen. Ich hätte nicht hart nehmen sollen. Ich wollte posen, aber das ist natürlich wieder schief gegangen. So, diesmal aber jetzt volle Konzentration. Ja, sie ist, glaube ich, ein bisschen kleiner, deswegen ist die Hitbox ein bisschen schwer für mich. Okay, das geht jetzt ganz gut. So. So läuft das doch! So läuft das doch! Einfach nicht aus den Augen verlieren. Ja, ich sehe schon, ich werde jetzt schon verlieren. Weil sie einmal anfängt, ein bisschen... Okay, das hat funktioniert. Ich glaube, der Trick ist einfach, sie nie wirklich auf Distanz zu lassen, weil sonst spammt sie einfach den ganzen Scheiß, den ganzen Screen voll mit irgendwelchen Kack. Oh, da haben wir Story. Valentine, auch ein Charakter, der mir sehr gut gefällt. Nicht nur wegen der Oberweite, sondern auch wegen den Moves. Also, wie gesagt, ich habe mir einige Charaktere mal ein bisschen angesehen und eigentlich gefallen mir alle ganz gut. Das Design geht so, aber die Moves sind doch sehr kreativ und sehr frei. Was heißt sehr frei? Was laber ich da so? Die Kombos sind relativ... einfach selbstgeboren, das heißt, die sind nicht knallhart vordefiniert und natürlich gibt es optimale Kombos und weniger optimale Kombos, aber man kann nach ein bisschen Übung auch wild rumdrücken und es kommt schon irgendwas Gutes dabei raus. Jetzt wieder konzentrieren. So. Nein! Oh, okay, da hatte ich kurz Panik. Okay, da blockt sie leider. Und die ist schon relativ gut, was Blocken angeht. Aber zum Glück ist der Kopf jetzt hinter ihr, das ist schon perfekt. Ah, fuck, okay, die hat nicht geblockt. Sehr gut! Das lobe ich mir. Wo ist mein Kopf? Nein! Ah, fuck, da wurden wir getroffen. Aber sieht Health-Technik gar nicht so schlecht bei uns aus. Sehr gut. Das läuft! Das läuft! Nyan, nyan, nyan. Sehr, wie gesagt, super kreatives Spiel. Also ich liebe einfach die, den Humor, den die Entwickler hier reingesteckt haben. Also gerade Miss Fortune hat sehr viele, sag ich mal, Internet-Gags auf Lager und zitiert auch Charaktere aus anderen Beat'em-Ups. Also sehr cool. Double, eine Nonne, das sieht ja relativ cool aus. So, bla bla bla, du hast gekämpft, komm, Story Progression. Wollen wir nicht haben, wir wollen kämpfen. Und selbst den Ladescreen liebe ich, also es gibt nichts, was ich nicht an diesem Spiel liebe, so scheint es jedenfalls. Und jetzt kämpfen wir gegen Parasol, nicht Parasol, wie ich es früher ganz oft falsch gesagt habe, sondern Parasol. Ah, es war ein bisschen zu spät. Okay, ich glaube, diesen Charakter will ich auch schon wieder hassen, wenn es schon wieder so projektillastig wird. Ah, was mache ich denn? Blocken auch ziemlich gut, gerade. Nein. Okay, das hat funktioniert. Jo, das lief erschreckend stressfrei, aber als ich mir das vorgestellt habe. Vor allen Dingen, ich habe von ganz vielen Leuten gehört, dass der Schwierigkeitsgrad relativ hoch ist, auch wenn man auf Schlafhandeln spielt. Aber das scheint momentan ganz gut zu laufen. Bis auf gegen, wie ist der Charakter? Der, Spammer. Oh, wieso habe ich den Charakternamen vergessen? Wieso, ja, auf jeden Fall der Cartoon-Charakter, der die ganze Zeit irgendwelche Sachen verschießt und überall irgendwelche Sachen durch die Gegend fliegen. Ich weiß es nicht mehr. Was war das? Was war das? Da war gerade irgendwie ein anderes Porträt, als ich das zuvor gesehen habe. Irgendwie so ein Fleischhaufen.
Ich glaube, das war Double, die wir gerade im Trainingsmodus gewählt haben. Oh, und da sieht man, das habe ich gar nicht erwähnt, das ist nicht nur ein Single, also man kann nicht nur einen Charakter spielen, sondern tatsächlich auch Zweier- und Dreier-Teams machen, aber ich glaube, das werde ich einfach gleich erzählen, wenn ich mich wieder konzentrieren kann. Da sieht man, man kann nämlich rein- und raustacken und hat sozusagen Zugriff auf mehrere Charaktere. Okay, das hat noch zum Glück funktioniert. So, machen wir einen Wurf. Oh nein. Oh nein! Okay. Oh Gott. Nein, nicht schon wieder. Nein, nicht nochmal dieselbe scheiß Combo. Okay, erster down, zweiter kommt direkt rein. Okay, das geht noch. Nein, nicht verlieren. So, das sitzt. So. Okay, das wird noch was. Perfekt. Just as planned. Puh, das war gerade schon wieder ein bisschen härter. Oh, eine Zwischensequenz. Eine wundervoll animierte. Ne, wie gesagt, die Hintergründe sind zwar alles ein bisschen sketchy, aber der ganze Look, das gefällt einfach ziemlich gut. Oh, was ist das? Was ist das? Gothic Lolita mit Skull irgendwas. Miss Fortune. Oh, Skull Girl. Okay. Du weißt, warum ich hier bin. Ich weiß es nicht. Marie heißt die gute Dame. Ich hab viel zu dir. Okay, ich nehme einfach mal an, das ist sozusagen der Endboss. Mal gucken, was sie denn so drauf hat. Sieht doch auf jeden Fall schon mal endlos cool aus. Da-da! Kurze Ladezeit. Okay, das sieht schon mal ein bisschen brutaler aus als das, was wir... Hat die dann einen Staubsauger? Ist das ein... Schädelstaubsauger. So, hoffentlich werden wir nicht gleich weggesaugt und ja, tasten wir uns erstmal ein bisschen vor. Okay. Ja, das ist scheinbar wieder so ein verflixter. Ich spam den ganzen Tag den Bildschirm voll krack. Oh nein! Okay, da konnte ich noch blocken und ich glaube, wenn man so ein bisschen drauf achtet, was sie denn sagt, kommt man schon ein bisschen drauf klar, denn sie sagt sozusagen die ganzen Moves. Was passiert da? Was passiert da? Wieso explodiert sie? Oh nein, zweite Form. Nein, von was? Von wo kommt das bitte? Nein. Oh, was hat uns da festgehalten? Wo kommt das her? Nein. Oh. Nein, wir haben unseren Kopf verloren. Nein, den brauchen wir auf jeden Fall wieder. Wenn der Gegner das angreift. So, machen wir mal. Nein, da wurden wir aus unserem Special rausgehauen. Komm zurück, Kopf. Okay, sehr gut. Wir haben den Kopf wieder. Ich glaube, es ist relativ... Nein, da wurden wir noch getroffen. Wenn man einfach ein bisschen rumjumpt und immer nur einen Move macht und dann blockt. Okay, letzte Form. Was passiert? Nein. Habe ich... Ich glaube, ich sollte mal Special Moves benutzen. Nein. Überlebe! Wieder von allen Seiten. Nein. Zeit für einen neuen Special. Nein! Okay, nochmal. Oh. Nein! Komm schon. Bisschen nochmal. Und zack! Ah! Da geht sie down, die Marie. Wir gewinnen. Hoffentlich. Wenn das nicht die letzte... Ja, war auf jeden Fall die letzte Form. Sehr gut, wir haben es geschafft. Was kommt jetzt? Eine kurze Zwischensequenz, sehr schön. Okay, hier sind wir.
und Ende der Zwischensequenz. Sehr gut. Das war eine Brille. Nein, es geht natürlich weiter. Ich kann es nicht tun! Fishboy and Fishgirl sind bei mir. Ich habe so viele neue Freunde in Little Innsmouth. Das war's. So furchtbar es auch war, was geschehen ist, ist geschehen und hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Das zu ändern wäre falsch. Ich weiß, an mir ist ein Synchronsprecher verloren gegangen. Wir lächeln in eine schönere Zukunft. Für das ist das Scarlet doch da, oder? Um uns dazu zu bringen, den falschen Schritt zu machen. Was? Ich habe keine Ahnung. Mary hat gesagt, dass ihr Wunsch ähnlich war und schau, was ihr geworden ist. Okay. Also scheinbar erfüllt dieses Ding irgendeinen Wunsch und dann wird man böse. Keine Ahnung. Naja, nicht mehr. Ah, wir machen es kaputt. Bams! Weg damit. Ein vorübergehender Rückschlag. Diese Welt wird für immer von Scarlet verflucht sein und daher wird sie immer mit Skullgirls verflucht sein. Verflucht seist du, Skullheart! Bis diese Welt nicht mehr existiert, alles klar. Jetzt sind wir klüger. Was das? Kommt jetzt noch was? All das für eine Aktion fürs Leben, wie ärgerlich. Egal, Wissen ist das größte Geschenk, das man uns geben kann. Nyunyan! Ich bin wieder hier. Heißt die Stadt jetzt wieder so? Ich bin am Verhungern, alles klar. Ich sehe, diese Story entwickelt sich sehr dramatisch. Minette wurde gekidnappt. Nein! Die Töchter von River King und andere auch. Little Innsmouth ist in Panik. Zu Recht. Was wäre sowas? Blablabla. Okay, wer bist du? Da komme ich ins Spiel. Mein Name ist Irvin und ich bin ein privater Detektiv. Natürlich. Der River König, okay. Blablabla, bla bla. Wir wollen keine Zeit verlieren. Irvin, ich komme mit dir. Ah, Drama, Drama, Drama. Halt durch, Minette. Wir werden dich finden. Natürlich. Charaktere, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wir retten euch. So, und das war schon der Story-Mode. Sehr schön. So, da ist er. Mike Zaymond, Lead Gameplay Designer Engineer. Und haben wir noch irgendwo Alex. Alex Ahead. Design, Designer, Design Community Manager, bla bla bla, Programming. Okay, irgendwo war der sicher oben und ich habe ihn verpasst. Überspringen wir es einfach mal. Mit beliebige Taste fortsetzen, nein. Okay, mit der Kreistaste können wir das Ganze abbrechen. Sehr schön, neue Palette freigeschaltet, das freut uns doch. Das heißt, vielleicht gehe ich nochmal kurz in den Trainingsmodus und erkläre ein paar Kleinigkeiten zum Spiel. Wir haben ja noch ein ganz kleines bisschen Zeit. Wo wollen wir hin? Genau, Übungsraum, ich war kurz verwirrt. So, und machen wir Hitboxen an. Einfach, fortgeschritten. Lassen wir die erstmal aus, damit die schönen Grafiken nicht verzerrt werden. Was heißt verzerrt, sondern verhässlicht werden. Ich weiß jetzt nicht, was der Fachbegriff dafür ist. Trainingmodus starten. Und zwar werde ich jetzt die großartige Neuerung von Skullgirls als Revolution in der Beat'em-up-Szene erklären. Und zwar hat man am Anfang die Möglichkeit, sein Team-Ratio zu wählen. Das heißt, ein Charakter, der ist dann super stark, hat mehr Health als alle anderen, macht mehr Schaden als alle anderen. Oder man nimmt zwei Charaktere, die so mittelmäßig sind. Dafür hat man aber Zugriff auf eben zwei Charaktere. Man ist vielseitiger, man muss aber natürlich auch zwei Charaktere lernen. Man kann sie kurz in den Kampf rufen, damit sie einen Move machen, also diese Assist-Sachen. Und sie regenerieren Health, während sie rausgetaggt sind. Dasselbe gilt dann auch für drei Charaktere. Die sind dann, sag ich mal, jeder für sich ist schwächer, aber man hat dann halt Zugriff auf drei Charaktere. Ich zeig das Ganze einfach mal, also ich werde später wahrscheinlich, wenn ich es ein bisschen besser drauf habe, auf zwei Charaktere gehen. Das halte ich momentan für, sage ich mal, das Ganze. Und wie gesagt, dann wählt man erstmal einen Charakter. Ich nehme mal wieder hier unsere nette Miss Fortune, wofür wir eine neue Farbe gewählt haben. Wenn man die mit Start bestätigt, kann man sozusagen durch die Farben durchswitchen. Man sieht auch, auf welche Tasten sozusagen die Farben gemappt sind. Das heißt, man kann sich diesen Schritt sparen, wenn man die Farbe kennt, beziehungsweise die Taste. Kann man sehen, gibt's relativ nette Paletten, also hier so eine Zombie-Farbe und für jeden ist was dabei und diese Farbe haben wir neu dazu gespielt, beziehungsweise gerade er spielt und die anderen sind noch leider gesperrt, wie man sieht.
So, ich nehme jetzt einfach mal die Zombie-Farbe, gefällt mir eigentlich ganz gut. So, als nächstes, dadurch, dass wir zwei Charaktere spielen, beziehungsweise drei, beziehungsweise immer wenn man mehr Charaktere spielt, muss man die Assist-Auswahl machen. Das heißt, man kann auf eine Taste drücken, während der andere Charakter kämpft, damit ein anderer Charakter kurz reinspringt und reinhaut eben, was Assists sind. Und es sind zwei vorgegeben, also die kann man wählen. Oder, was ich halt als super genial erachte, man kann jeglichen Move, den dieser Charakter beherrscht, sozusagen definieren und dann noch, also wenn ich jetzt denke, dass ich diese DP haben will, also Dragon Punch Motion, Fiber Uppercut heißt der Move, gehe ich einfach auf Custom Ding, kann das anwählen. Ich kann aber auch so simple Sachen wie einen Wurf oder irgendwie einen Dash, also wirklich jeden Move, den dieser Charakter beherrscht, kann ich als Assist anwählen, was ein super geniales System ist. Und genau, wen zeigen wir noch? Nehmen wir mal Valentine, die mir auch ziemlich gut gefällt vom Design. In schönen Pink und nehmen wir einfach mal ein vordefiniertes und genau, Dubuff, ziemlich cool. So ein Fleischhaufen, Monster, whatever. Und welchen Move kann die nochmal? War das gut? Horned Bombe, klingt stark. Und ja, komm, nehmen wir einen Charakter, ist ja egal, Gaming wir kämpfen. Genau, Peacock hieß der Charakter, auf den ich gerade nicht gekommen bin. Und kämpfen wir mal gegen, ja, Cerebella, finde ich vom Design auch ziemlich cool, hat einen Hut mit Armen, also Standard, ist nichts Besonderes. Ist sozusagen der Grappler, kann also starke Wurfangriffe machen, hat ziemlich viel Armor-Attacks, also Sachen, die Angriffe absorbieren. Auch ziemlich cool. So, also, ganz normale Bewegungssteuerung, einige Charaktere haben Erdisch, das heißt, die können sich nochmal in der Luft bewegen. Dieser Charakter hat nochmal zusätzlich einen zweiten Sprung. Wie gesagt, also wirklich Standard-Sachen. Man hat ein 6-Button-Angriffssystem, das heißt, man hat Light Punch, Medium Punch und Hard Punch und dasselbe für Kick. Light Kick, Medium Kick und Hard Kick. Und sozusagen damit kann man die ganzen Special Moves machen, also zum Beispiel DP Motion. Also, wie erkläre ich, was eine DP Motion ist? Also, das, was man früher für den Shoryuken benutzt hat, also vorne, unten und schräg nach unten, dann macht die sozusagen diesen Move hier und je nachdem, welche Kick-Taste man benutzt, desto stärker wird das. Wie gesagt, Standardsachen, dass man von, die man schon von Street Fighter kennt. Dann, mit den Schultertasten kann ich, wenn ich die kurz antippe, sozusagen den Assist-Charakter rufen, der kommt dann kurz rein, macht die Attacke und haut dann wieder ab. Da sieht man's. Das ist besonders interessant, wenn man sozusagen Setups generieren will, also wenn man hier gerade am Hauen ist und die Combo nicht mehr weitermachen könnte oder um eine Combo zu verlängern, da sieht man. Das bietet unendlich viele Möglichkeiten, allein dadurch, dass man diese Assist-Angriffe selbst definieren. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel für Double diese hier genommen. Wenn ich sehe, dass das trifft, weil diese Sachen sind auch safe, da die Charaktere auch immer wieder zurückfallen. Das heißt, der Charakter kann mir nichts und ich kann aus der Entfernung sozusagen diesen Angriff starten. Wenn ich sehe, dass er trifft, kann ich schnell ran dashen und sozusagen das Follow-up machen. Das vom Timing her nicht funktioniert, aber generell geht das ganz gut. Da sieht man's. Super schönes System. Wenn ich dann sozusagen die Charaktere wechseln will, kann ich auch die zwei Medium Punch und Medium Kick zusammendrücken oder Hard Punch und Hard Kick zusammendrücken. Dann tacken die sozusagen raus und machen eine Attacke und sind dann sozusagen als aktiver Spieler gewählt. Ziemlich cooles System. Kennt man da auch schon aus Spielen wie zum Beispiel Marvel's Capcom 3. Fällt mir jetzt als erstes ein. Und ja, was kann man noch sagen? So, ich hole mal wieder die Katze, denn mit der kann ich mich am besten aus. Viele Kombos sind, sag ich mal, relativ einfach zu machen. Also meistens funktioniert es so, dass Light Punch, Medium Punch und Hard Punch ineinander chain. Das heißt, da sieht man, machen immer eine Kombo. Was habe ich gedrückt? Ich habe mich leider verdrückt. So, wieder zurücktacken. Genau. Ist halt immer eine Kombo. Und von dort aus muss man halt immer gucken, wie man dann weiterfährt. Man kann jetzt auch Light Punch, Light Kick und so weiter, also sind für viele Charaktere ähnlich. Aber was man danach macht, ist sozusagen das Interessante. Viele Charaktere haben so einen Launcher-Angriff, dass man sozusagen den Gegner in die Luft schleudert und können dann sozusagen direkt in der Luft weiter die Kombo machen. Was man bei meinem Charakter gerade gesehen hat, ist, die Kombos meistens aus einer Standard-Boden-Kombo bestehen, dann Launcher, dann nur noch ein bisschen in der Luft hauen und dann mit dem Special Move, den hier, beenden. Ich kann es nochmal zeigen. Das war falsch. Genau, ungefähr so. Das war jetzt ohne Special Move. Das war jetzt mit Special Move.
ungefähr nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren alle Kombos in dem Spiel, aber natürlich ist das sozusagen die Spitze des Eisbergs. Man kann super viele Variationen machen, allein, dass man diese Assist-Moves hat und was nicht. Also ich will jetzt nicht so tun, als ob ich die totale Ahnung von dem Spiel hätte, aber wie gesagt, ähnliche Systeme werden auch in anderen Beat'em-Ups benutzt, aber hier finde ich das gerade besonders interessant, dadurch, dass die Assists kassenbar sind und viele andere kleine Kniffe. Genau, was kann ich noch zeigen? Oben links sieht man momentan die 5, das ist sozusagen unsere Special-Meter-Leiste, das heißt, für Special-Moves brauchen wir sozusagen immer eine Einheit, sag ich mal, für normale Special-Moves. Genau. Natürlich gibt es aber auch ein bisschen stärkere Specials, die ein bisschen mehr verbrauchen, wie zum Beispiel das hier. Das verbraucht dann direkt 3, ist aber wesentlich stärker und für jeden ist sozusagen, machen die nochmal spezielle Sachen. Also wenn man hier sieht, mein Kopf ist gerade weit von mir entfernt, wenn ich sozusagen diesen Special Move jetzt mache, dann wird mein Körper sofort dorthin teleportiert, wo der Kopf ist, da kann man sich auch nette Tricks einfallen lassen. Und genau, was auch noch besonders ist, wenn man mit mehreren Charakteren spielt, ist sozusagen, dass man diese Special Moves auch ineinander chainen kann. Also ich kann sozusagen mit Miss Fortune diesen Special Move anfangen. Okay, wieso hat das nicht funktioniert? Wen habe ich als zweites? Genau. Genau. Und habe dann sozusagen mit dem zweiten Charakter, während ich noch im Special Move war, einen zweiten Special Move aktiviert. Also ich kann es nochmal zeigen. Ich mache hier, mit dem fange ich an. Und wechsle direkt in den Special Move vom anderen Charakter. Und das ist auch ein relativ sicherer Weg, wie man andere Charaktere reinbekommt. Denn dieser Hardtag, den ich vorhin gezeigt habe, ist nicht ganz sicher. Das heißt, wenn der Gegner das vorher sieht, kann er das ziemlich gut punishen. Und man kriegt ein bisschen auf den Sack. Ich kann nochmal hier zeigen, was hier die Special Moves sind, wenn ich die Controls hinbekomme. Ja, sehr cooler Move. Also wie gesagt, alles sehr, sehr cool inszeniert, finde ich. So, was konnte die noch? Was konnte die noch? Genau, die konnte noch hier die Skalpelle werfen. Und vielleicht zeige ich jetzt noch kurz für den Abschluss, weil ich wüsste auch nicht, was ich jetzt noch weiter erzählen möchte. Sollte, ist ja nur ein kurzes angespielt, damit die Leute wissen, dass es so ein schönes Spiel gibt und dass es denen vielleicht Spaß machen könnte. Und zwar mache ich jetzt meinen Lieblings-Special-Move in dem Spiel. Yeah! Wie gesagt, das Spiel hat einen super lustigen, coolen Humor. Macht extrem viel Spaß. Ich kann es nur empfehlen. Wobei, ein Special-Move gibt es noch, der mir extrem viel Spaß bringt. Yeah! Ist so eine kleine Parodie auf das Spiel Parodius, wo es halt eben solche Charaktere gibt und weitere Parodien von anderen Spielen findet man zuhauf in diesem wundervollen Beat'em'up. Deswegen, das war Skullgirls. Ich habe sicher tausend Sachen vergessen, die man hier auch erwähnen könnte, aber wie gesagt, ich habe selbst noch nicht so lange gespielt. Ich bedanke mich einfach an dieser Stelle fürs Zusehen, hoffe, es war informativ und ich hoffe sehr, dass ich euch demnächst im Spiel sehe. Falls ihr mal spielen wollt, schreibt mich einfach an. Mein Name, PSN-Name, schreibe ich in die Beschreibung, schreibe noch tausend andere Sachen in die Beschreibung rein. Guckt einfach rein, schreibt mich an, ruft mich an, macht was ihr wollt, kontaktiert mich, wie ihr wollt und ja, hoffentlich sehen wir uns demnächst im Spiel. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut. Haut rein!